Einen wunderschönen guten Abend, verehrte liebe Freunde. Ich bin sehr dankbar, dass ich hier heute Abend sprechen darf zu Ihnen zu einem Thema dieser Freien Hochschule und ihrer ersten Klasse, das uns über Jahre sehr bewegt hat, um zu einem Begriff des Titels hinzuführen, dieser Metamorphose. Er liebte es zu sagen, müsstet im Natur betrachten immer eins wie alles achten. Nichts ist drinnen, nichts ist draußen, denn was innen, das ist außen. Also Durchdringungen, polares in eins denken und dieses Gedicht, eins und alles, das endet dann auch mit dem heilig-öffentlich-Geheimnis. Also Widerspruch in sich. Und das wäre nun tatsächlich genau das Thema dieses Abends, darauf zu schauen, in welche Weise heiligste jahrelange Arbeitsformen und Übungen in der theosophischen Gesellschaft, in der esoterischen Schule, in der erkenntniskultischen Abteilung von vielen Menschen mit tiefem Ernst durchlebt, wie sich das aber dann metamorphosiert hat durch die Zeitereignisse, wie wir hören werden, und vor allem auch, weil bei den höheren Metamorphosen, wo es jetzt um Arbeitsformen, um den Menschen geht, im Gegensatz zu einer wunderbaren Metamorphose der Pflanze, bei diesen höheren Metamorphosen kommt der Mensch mit ins Spiel. Sie können sich nur insoweit ändern und neu bilden, hin zur Weihnachtstagung, insofern Menschen es tun, es entschließen, sich mitten hineinstellen, wie es dann ja auch ebenso wie in der Gesellschaft, so aber auch in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft und in der Klassenarbeit ist, sich ganz als Mensch in diesen Verwandlungsprozess hinein begeben. Der Mensch kommt ins Spiel. Wir haben so ungeheuer schöne Metamorphosen an uns als Menschengestalt. Und das ist so als Beispiel eine zu nennen, die mit der ersten Klasse sehr viel zu tun hat. Das wäre diese Metamorphose. Wir bringen da etwas mit aus dem Leben. Wir hörten hier eine Reihe von Vorträgen. Und Alexandra Handwerk zum Beispiel malte dieses Bild der vergangenen Leben hin zu dem Gegenwartsmenschen, aber aus der Zukunft entgegenkommend im Grunde genommen. Und jetzt diese Frage, wie jetzt an dieser Stelle dann so eine Schicksalsmetamorphose gespürt, bemerkt wird in der Zusammenarbeit unter uns, in der Begegnung mit Menschen. Der Mensch kommt ins Spiel. Und diese Metamorphose des Menschenkeimes, den wir da mitbringen, die ist so, dass sie einerseits als Gliedmaßenmensch zur Erde runterwächst und so ein kleines Kind, das gehen gelernt hat oder gerade gehen lernt, das bekommt dann richtig irdische Füße und irdische Beine. Eltern spüren das, das Kind spürt das. Aber das ist nur eine Metamorphose. Es gibt eine zweite in jedem von uns, die dann in einer anderen Region des Menschen zu beiden Seiten symmetrisch wächst, auch jeweils ein Gliedmaßen Mensch. Und dann hat dieser kleine Mensch in beiden Ohren, diese beiden kleinen Menschen, die haben dann ihren Fuß am Trommelfell. Wenn ich das durchdenke, und das spüren Sie alle, das ist dann schon komplexer als bei der Pflanze, geht durch auch noch stärker durch geistige Verwandlungsprozesse durch. Und dann habe ich da als Mensch in dieser Region nicht von den erdenschweren Kräften heute belastet, sondern frei in der Begegnung mit anderen Menschen, in einer Symphonie, in einem Vortrag, in einem Gespräch. Da habe ich meine Füße, meinen Willensmenschen am Trommelfell
und kann jetzt das, was der andere vielleicht sagen möchte und noch nicht mal ausdrücken kann vielleicht, aber darum ringt, da kann mein Wille hineintauchen und innere Resonanzen, Willensimpulse entwickeln an dem, was mir entgegenkommt im Hören, der hörende Mensch. Sie kennen das Buch wahrscheinlich von Armin Husemann, der hörende Mensch. Ein gewaltiges geistiges Geschehen, weshalb dann auch in den Klassenstunden das sehr verständlich wird, dass Rudolf Steiner in den Karma-Vorträgen sagt, wenn ihr dann zusammenkommt auf der Erde, um das miteinander hier zu bewegen in dieser Inkarnation, dann versucht nicht über den Schnelldruck, der heute mit einem Klick millionenfach möglich ist, also ganz und gar arimanisch tingiert, sondern von Mensch zu Mensch, von Mund zu Ohr zu arbeiten, um das wahrzunehmen, was dieser Mensch jetzt entgegenbringt und was wir dann innerlich als Resonanz wiederum ihm entgegenbringen. Also der Fuß am Trommelfell, eine grandiose Metamorphose. Und es ist ein Zeichen der Zeit. Ich hörte den Anfang von dem Vortrag in der Ferne, von dem Vortrag von Marion Debus, die hier über die Medizin sprach. Und es hat mich sofort sehr tief getroffen, dass sie sagte, wir leben in einer Entscheidungszeit, wie vor 100 Jahren ganz deutlich, verwandt, metamorphosiert. Und in dieser Entscheidungszeit ist es nicht so, da scharmützeln wir mit unseren besten Gedanken sozusagen gegen etwas, was vielleicht im Ganzen des Weltgeschehens nicht richtig ist. Und dann stehen eben die Gedanken so nebeneinander, sich tolerierend. Nein, das ist nicht mehr so, sondern die Prozesse heute gehen bis in den Willen herab, bis in Taten. Und dann kommt es zu Situationen der Entscheidung, wofür ich stehe, wofür ich handle, wofür ich eine Entwicklung antreiben will, hin zu einem geistig-seelischen Menschenbild zum Beispiel. Zeit der Entscheidung und Willenszeit. Dazu gehört dann auch so eine Nachricht, wie ich gerade aus zwei Oberstufen gehört habe, dass der äußere Druck heute so stark ist, auf so eine Oberstufe auch in der Waldorfschule, dass das Systemische so viel verlangt von Dingen, die eben von außen verlangt werden, dass innere entscheidende Themen manchmal keinen Platz mehr haben, wie zum Beispiel eine gründliche Metamorphosenzeit zu studieren, eine gründliche Zeit projektive Geometrie zu studieren in den Verwandlungen und Metamorphosen. Das wird wie von außen gefährdet. Zeit der Entscheidungen, das müssen unsere lieben Kollegen und Kolleginnen dann klären, wofür sie jetzt etwas anlegen für die Zukunft. Und da spürt man schon, dass jetzt bei diesem Thema Metamorphosen und Neubeginn der esoterischen Schule vor dem Ersten Weltkrieg, der theosophischen Schule, dass da die Menschen selber und an erster Stelle Rudolf Steiner zentral existenziell betroffen waren und manche Fragen auch heute zentral betreffend sind. Ich nenne so eine Frage aus der Gegenwart, um deutlich zu machen, das soll jetzt nicht nur ein historischer Blick sein, sondern die Frage nach der Weihnachtstagung ist eine Gegenwartsfrage und erst recht die Frage der ersten Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Und eine solche Frage ist, dass wir immer, ich glaube, das können wir sehr gut als Anthroposophenschaft, wir gehen manchmal nach starken Arbeitsphasen in verschiedene Richtungen. Und die Frage ist, wie wir das eigentlich zusammenhalten, diese Verschiedenheit der Arbeitsrichtungen. Ich habe mich in den 28 Jahren Schule in Flensburg, ich habe mich manchmal gefragt, wie diese verschiedenen Menschen, 40, 50 Eltern oder dieses Kollegium, wer hält das eigentlich zusammen? So grundverschiedene Lebenseinstellungen.
Natürlich kommt man dann auf die Anthroposophie und können jetzt innerhalb der Anthroposophie auch Arbeitsformen gefunden werden in der ersten Klasse, auch weiterentwickelt werden, in denen dann noch so große verschiedene Lebenshaltungen durch das Verbindende der Anthroposophie und des Geistigen einer Klassenstunde doch wieder einen neuen menschlichen Anfang finden, von jedem zu jedem, von Mund zu Ohr, von Mensch zu Mensch. Was für eine Kraft hat diese Bewegung? Und der begegnen wir jetzt, dieser Kraft, wenn wir jetzt hineintauchen in einige Gesetze dieser Zeit, die eine große Rolle spielte vor diesem Ersten Weltkrieg. Und durch die Metamorphose, durch den Umbruch, konnte dann erst überhaupt der Gedanke an die Weihnachtstagung und die Notwendigkeit entstehen. Also ist es auch verwandelt darinnen. Aber wie? Und insofern ein Wunsch, ein Versuch, dass es auch seine Gegenwärtigkeit hat, was wir jetzt bewegen, unbedingt. In der Hochschule haben wir zum Beispiel zwei Richtungen, in der Freien Hochschule, in der ganzen Betreuung der Klassensituationen überall. Da haben wir zwei Richtungen. Die eine wäre ganz deutlich, wir wollen das so nach außen darstellen, was die Freie Hochschule als Institution am Goetheanum groß gedacht in die Welt, was die Freie Hochschule dort forscht, das wollen wir darstellen und das muss einen starken, klaren, wissenschaftlich-denkerischen Charakter haben. Ganz wichtiger Ansatz. Da haben wir jetzt gerade von allen Sektionen zusammengefasst. Das finden Sie online, aber man kann es auch dort ordern, in der allgemeinen Sektion. Bei Konstanzer Kalix, Peter Selk. Ich habe da gerade die Arbeit übergeben jetzt. Und das heißt, gegenwärtige und zukünftige Forschungsvorhaben der Sektionen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Einblicke. Eines kann ich gerne weitergeben. Eine andere Richtung ist aber die, dass viele der vielen Mitglieder weltweit, 19.000 Menschen, gerade jetzt in einer Phase der Arbeit sind, in der sie gerne das so vertiefen wollen, ihr Erleben der Klassenstunden, dass man sozusagen durchbricht zu dem Wesentlichen, wie es in den letzten Vorträgen und im Januar ja hier durchklang. Was wird da möglich an tieferer Begegnungsart mit so einem Inhalt einer Klassenstunde? Und die gehen auch in die Richtung, einzelne Gruppen stark. Was ist jetzt sozusagen das vertiefende rituelle oder kultische Moment bis hin zu Zeichen und Siegel dann am Ende einer Stunde? Was ist das Element? Das suche ich, sagen andere. Und wiederum bis jetzt schafft es diese Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, solche Verschiedenheiten in dem Ansatz und Suche immer neu durch Begegnung, durch Arbeitsformen, durch Kolloquien zusammenzubringen und dass beide von beiden lernen. Aber da liegt ein Arbeitsauftrag vor. Zu dieser Metamorphose und Neubeginn gehört auf jeden Fall etwas, was in jeder Metamorphose vorkommt und jetzt auch sehr stark bei dem, was zu schildern ist, vorkommen wird. Und das ist ein Phänomen, das heute jeder Gegenwartsmensch im Kleinen wie im Großen doch sehr gut kennt. Und in sehr vielen Vorträgen Rudolf Steiners finden wir dieses Moment, ohne dass eine wirkliche verwandelnde Metamorphose nicht stattfinden kann. Und das ist der Moment, einen Moment vor dem Nichts zu stehen. Weil die vorige Lebensform, das vorige Blatt in der Pflanze, die vorige Gestalt der esoterischen Stunden Rudolf Steiners, weil er den Eindruck hatte, das kann nicht so jetzt immer weitergehen, erst recht nach dem Ersten Weltkrieg.
Und so ist es heute offenbar eine Zeitnotwendigkeit, sich diesem Moment zu stellen. Und ja, wenn wir es jetzt begründen würden aus den vorigen Vorträgen, müsste man sagen, wie Frau Handwerk es darstellte, da ist vieles durch die Kulturzeiten und Epochen durchgearbeitet, angelegt im Menschen und auch ausgearbeitet, hinausgearbeitet. Aber heute heißt es bei Rudolf Steiner, Seelen kommen ohne Erbschaften in die Welt. Das ist zum ersten Mal in der weltgeschichtlichen Entwicklung der Menschheit jetzt etwas erleben muss, der Mensch, was ganz und gar aus dem Menschen selber herauskommt, nicht mehr mitgebracht wird, wie beschenkt, wie erzogen, wie aus der Kulturtradition, sondern was aus dem Menschen selber in tiefster Weise herauskommt. Wie stehen wir heute, wenn wir solche Momente, auch in unserer gemeinsamen Arbeit in der Anthroposophie, solche Momente uns eingestehen und dann aus einem ganz Neuen heraus fragen, was entscheide ich jetzt? Was bilde ich jetzt neu? Welchen Gedanken präge ich? Mit welchem Gedanken gehe ich Ihnen entgegen, dem anderen Menschen oder der Zeit oder einer Institution, die wir zusammen gründen? Also das Erleben, das Stehen vor dem Nichts in Variationen bringt Rudolf Steiner das, und das scheint ein ganz entscheidendes Moment zu sein, jetzt hier gesprochen vor dem pädagogischen Jugendkurs, vor den jungen Menschen hier in Stuttgart damals, 22. Ganz entscheidend, der moderne Mensch muss das kennen, weil er erst dann aus diesem Nichts heraus, aus dem nicht mehr Vorgeprägten, Neues entwickelt und wirklich herausgefordert ist. Das sind existenzielle Momente. Und wir haben an verschiedenen Orten, jetzt gerade in Dornach, aber auch in Holland und anderen, hier auch wahrscheinlich, dieser ersten Klassenstunde so gedacht, dass wir sie wirklich durchlebt haben. Und da kommt ja sofort am Anfang dieses Moment in Bezug auf die geistige Frage des Ich, müssen wir zunächst in der äußeren Welt vor dem Nichts stehen. Das gehört dazu. Und dann spielt doch der andere Mensch, mit dem ich das austausche und besprechen kann, eine entscheidende Rolle. So sagt es dann auch Rudolf Steiner, wir haben in dieser Phase nur noch das Spiegelbild des wahren Menschen in uns, das äußere Spiegelbild, als äußerer Sinnesmensch. Aber wenn wir mit dem anderen Menschen neu zusammenarbeiten, neu zusammenkommen, ihn oder sie hören, in ein wirkliches Gespräch kommen, dann leuchtet etwas vom wahren Menschen auf, was jetzt real wird durch den anderen. Und da liegt ein Weg auch für die erste Klasse und unsere Arbeitsformen vor. In welchen Formen tun wir das? Uns so begegnen, dass am anderen ich etwas lerne und werde, was ich ohne den anderen in dieser Entwicklungsepoche nicht kann. Großer Auftrag. Jetzt gehen wir hinein in diese Phasen der theosophischen Zeit. Das kann nur eine Auswahl sein in dieser Zeit jetzt, heute Abend. Und da haben wir zunächst einmal den jungen Rudolf Steiner, der 1899 wagt, etwas zu schreiben, einen Aufsatz, Goethes geheime Offenbarung über das Märchen Goethes. Er ist sehr fein an der Stelle und zugleich ganz entschieden, weil er das Märchen in seiner Dynamik, dieser Entwicklung im Märchen darstellt und zugleich sagt, ich konnte nur so weit gehen, aber für mich war das tiefste Esoterik. Das sagt sehr viel über ihn. Ich konnte so weit gehen in der äußeren Darstellung, fein wahrgenommen, wach. Aber für mich war es tiefste Esoterik. Gibt es jetzt in Zukunft eine Möglichkeit, so seine Frage innerlich,
diesen innerlichen, esoterischen Strom noch stärker in das Zeitgeschehen zu tragen, denn das wollte er, davon war er inspiriert. Und dann wird er eingeladen, so ist es ja im Leben, hat er eine große Frage, eine entscheidende Lebensfrage, und dann kommt da jemand und lädt ein oder fragt etwas. Das sind doch wunderbare Momente im Leben, wo dann durch den anderen Menschen eine Tür sich öffnet. Und die Brockdorfs in Wien, sie laden ihn ein, Familie Brockdorf, Vorträge zu halten über Goethes Märchen, über andere Themen. Das sind Theosophen. Und er sagt darüber, und jetzt werde ich an einigen Stellen mal sein Wort deutlich machen, er sagt, nur so richtig zitieren, nur kleine Stücke, aber das macht dann sehr deutlich, wie er zunächst zu diesen Theosophen ein distanziertes Verhältnis hatte. Er sagt also in aller Deutlichkeit, was ich zuvor von ihrem Ideengebäude wahrnahm, war mir zunächst unsympathisch. Ja, aber er geht hin, er wird gefragt und geht hin. Das ist eine andere Liga da unten im Willen und in der Begegnung und in die Welt zu gehen. Eine Zuhörerin bei den Brockdorfs war Marie Steiner. Sie war Zuhörerin und bald danach übernahm sie auch leitende Funktionen in dieser theosophischen Gruppe. Der nächste Schritt, ein Riesenschritt, 1902, Theosophischer Kongress in London. Helena Petrovna Blavatsky hatte ja diese Bewegung gegründet, aus hohen geistigen Zielen heraus, so etwas auch im Westen zu haben, was sie stark aus dem Osten sozusagen mitbrachte, aus den östlichen Regionen der Welt. Und sowohl Marie Steiner als Rudolf Steiner, sie werden Mitglied. Und schon auf dieser Tagung gibt es Begegnungen, dass Rudolf Steiner Generalsekretär der deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft wird. Da können wir vielleicht ahnen, was das für Begegnungen waren mit ihm, dass er dieses zugesprochen bekommt und das wird. Und jetzt kommt ein erstes, das gerade eben war schon das erste Aber, unsympathisch, aber das überwindet er. Er will ja mit dem, was er in sich trägt, heraus in die Welt. Und das zieht sich bis zum Lebensende weiter. Und jetzt ein zweites, in einem Brief merkt man das, also er geht voll in die Arbeit herein der Theosophischen Gesellschaft. Das heißt Mitgliedschaft, das heißt esoterische Stunden in der ersten Abteilung dieser esoterischen Schule, also hochgeistige Stunden für Mitglieder der Theosophischen Gesellschaft. Hat er lange noch, viele Jahre weiter gemacht auch. Aber es gab eine zweite erkenntniskultische Abteilung, in der jetzt aus der ägyptischen Hochgradmaurerei, das Maurertum, wie wir es vorhin erlebten, dort hat er mitgebracht, wurden mitgebracht Formen, in denen man dann bis in die Kostümierung, bis in die Kleidung, ins rituelle Kultische ging und bestimmte Aufgaben innerhalb einer Menschengemeinschaft dann bis in die Kleidung hinein kultisch, rituell vollzog. Dort herrschte allerstrengstes Schweigegebot über jedes, was dort geschah. Und so haben wir von den esoterischen Stunden ganze Bände voll von Menschen erinnert und weitergegeben, später in Briefen gefunden. Aber wir haben von diesem zweiten, von der zweiten erkenntniskultischen Abteilung, da haben wir tatsächlich wenig. Die Menschen haben das ernst genommen, dieses strengste Schweigegebot oder es später zu verbrennen, aber nicht es einfach dem Nachlass zu übergeben. Also das ist schon etwas. Und da geht er also voll in diese Arbeit herein, aber von Anfang an betont er jetzt etwas. Und da müssen wir uns mal vorstellen, wie es wohl einem Menschen geht heute, der auf dem Weg ist zur Erde und jetzt sozusagen unbedingt ein Elternpaar braucht und ein Leib braucht, um hier auf der Erde weiter das Schicksal zu entwickeln. Und jetzt braucht
Rudolf Steiner unbedingt sozusagen Bewegung und Menschengemeinschaften, die das Geistige voranbringen, eine Gewissheit des Geistigen und an diesen Themen zu arbeiten. Und jetzt findet er diese theosophische Gesellschaft. Aber sowohl beim Menschen, der dann ein Leib findet, kann ich als Pädagoge so sagen, als auch Rudolf Steiner in dieser theosophischen Gesellschaft mit ihren Formen, das passt nicht immer. Das gibt Reibungsmomente, das gibt ein noch nicht zu Hause sein in dem. Und so macht er von Anfang an deutlich, ich übernahm die Form dieser theosophischen Arbeit, aber innerlich ging ich von Anfang an meinen eigenen Erkenntnisweg. Und so hat er dann auch ganz früh bestimmte Dinge selber geschrieben, die als Übungen für die vielen individuellen Betreuungen, die wir da finden in diesen Bänden aus der esoterischen Schule. So hat er sehr viel aus eigener Feder schon entwickelt und weitergegeben den Menschen. Und das kam nicht mehr aus dem Indisch oder aus dem Östlichen, sondern es kam durch ihn selbst. Ich möchte einen solchen Vers aus der Anfangszeit nennen, weil er auch dann wieder in den Briefen von Ita Wegmann nachher, Wegmann, vorkam. Und das haben viele Menschen bekommen. Und noch heute in unseren Meditationsbüchern, die heute rausgegeben werden, findet man das als eine Urmeditation, die aber dort ihren Anfang hat, 1906. Ich möchte es einmal so sagen, und wer das will und auch kennt, mag still innerlich dabei, bei dieser Meditation einfach langsam bilden, einen waagerechten Balken, einen senkrechten, in der Regel grün, aber kann auch schwarz sein, und über dem waagerechten dann drei rote Rosen und neben, rechts und links neben dem senkrechten dann jeweils zwei rote Rosen, dass sie zusammen dann ein Rosenkreuz bilden. Genau beschrieben für einzelne Schüler an diesen Zeilen, die ich jetzt nenne. Theosophische Zeit 1906. In den reinen Strahlen des Lichtes erglänzt die Gottheit der Welt. In der reinen Liebe zu allen Wesen erstrahlet die Göttlichkeit meiner Seele. Ich ruhe in der Gottheit der Welt. Ich werde mich finden in der Gottheit der Welt. Und man merkt, das hat die Menschen bewegt, die diese Spiritualität hatten und auf diesem Wege gesucht haben. Und sie erhielten dann solche und andere Meditationen im Persönlichen, direkt von Mensch zu Mensch. Im selben Moment stößt Rudolf Steiner wieder, und das halten wir ein bisschen fest jetzt heute Abend, nachher auch zeichnerisch, stößt er aber an den Formen, die da waren, an. Und schreibt in einem Brief, das weiß man dann erst heute, wenn man solche Briefe findet, 1906 an einen Schüler. Das Geheimhalten betrachten Sie bitte nicht als prinzipielle Verpflichtung, sondern als eine temporäre, eine zeitliche. Durch die verworrenen gegenwärtigen Verhältnisse in der esoterischen Schule und theosophischen Schule bedingt. Ich wäre selbst froh, wenn auch dies, das Geheimhalten, nicht zu sein brauchte. Wiederum trifft die Spiritualität Rudolf Steiners jetzt auf äußere Formen, an denen er wiederum merkt,
passt das noch? Ist das noch gewollt? Und wir können aber auch einfach sehr deutlich fragen, aus welchem Strom kommt er denn, dass er dieses fraglos aus seiner Arbeit sozusagen gerne öffnen würde für mehr Menschen auf dieser Erde? Für viele, wenn nicht für alle. Da liegt etwas vor in ihm, durch ihn, was ganz deutlich jetzt an diese Formen prallt. Dann geht es Schritt für Schritt weiter. So ein starker innerer Strom lässt sich nicht bremsen. Und schon ein Jahr später, die gesammelten Aufsätze in der Luzifergnosis, der Zeitschrift, wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten? Da heißt es im ersten Satz, es schlummern in jedem Menschen. Und schon hören wir jetzt wieder dieses Motiv, ein Lebensmotiv. Es schlummern in jedem Menschen Fähigkeiten, durch die er sich Erkenntnisse über höhere Welten erwerben kann. In jedem Menschen, öffentlich gedruckt. Und bei der Neuherausgabe, das ahnen Sie jetzt sofort, 9 Jahre später etwa, 1914 oder 15, bei der Neuherausgabe sagt er ganz deutlich, ich habe die Dinge herausgenommen, die zu sehr eine feste Beziehung, auch eine Abhängigkeit von einer Lehrpersönlichkeit, einer Meisterpersönlichkeit, die habe ich rausgenommen und alles vielmehr auf mein individuelles Erkennen, Denken, Durchfühlen, Wollen stellen. Wiederum dieses Charakteristikum dieses Weges, der dann nachher weiterführt. Sehr interessant, Ita Wechmann, dann kommt es zu Entscheidungssituationen in mehrerer Hinsicht. Annie Besant hatte ja zusammen mit Herrn Leadbeater die These vertreten, dass in dem Krishnamurti eine Wiederverkörperung des Jesus Christus vorliegt. Und das war ein Punkt, wo Rudolf Steiner nicht mitgehen konnte aus seiner Erkenntnis. Ganz deutlich sagte, dieses hohe geistige Wesen ist einmal in einer Individualität, hat sich inkarniert auf Erden sozusagen für 3 Jahre, aber nicht mehr. Das liegt auf einer anderen Ebene. Und deshalb kann ich da nicht mitgehen und im Guten, bei dem Münchner Kongress der Theosophie, die schon künstlerisch gestaltet wurde, Rot und die Siegel und so weiter in München, da gibt es dann diese Aussprache und es heißt bei Hella Wiesberger, im Gütlichen sich getrennt oder Steiner geht seinen mehr rosenkreuzerisch-christlichen Weg. Und sie geht ihren Weg, aber das gab die Situation für einige Menschen hier in Mitteleuropa, sich zu entscheiden zu müssen. Und so schreibt es Ita Wechmann. Ich kam zuerst mit Annie Besant zusammen. Kurz darauf ließ mich Rudolf Steiner rufen und ich wusste, ein entscheidender Moment des Lebens wird stattfinden. Ich musste mich entscheiden. Entweder voll und ganz den Weg Rudolf Steiners zu nehmen oder bei den holländischen Freunden, die mit Annie Besant verbunden waren, zu bleiben. Er empfing mich ernst, sein Blick fragend. Es wurde nie viel gesprochen zwischen uns, weil wir uns so verstanden. Und ich sagte, ich bleibe bei Ihnen. Und dann beschreibt sie das Strahlen, das sein Gesicht durchzog. Aber sie war freigelassen an der Stelle vorher. Nun brachte er seine Freude zum Ausdruck und er sagte mir wichtige Dinge, die ich hier in diesem Brief nicht wiederholen darf. Also, jetzt merkt man, jetzt fallen Entscheidungen und die Anthroposophie ist auf dem Wege. Dann zu ihrer Gesellschaft 1912. Zu ihren eigenen Schritten, sich selbst zu konstituieren in der Welt. Aber 1907, da fallen Entscheidungen.
Und interessant, wie jetzt Rudolf Steiner daraufhin zurückblickt, später aus dem Lebensgang. Da finden Sie das im Kapitel 29 und an anderen Stellen. Was war der Grund, dass vorher dieses strenge Gelöbnis der Geheimhaltung war? Und das beschreibt Friedrich Eckstein so, ein Kenner dieses alten Einweihungswissens, dass man aber dieses Exoterische streng scheide von dem Esoterischen, das im engsten Kreise bleiben sollte, in einem Kreise, der es voll zu würdigen versteht. Das war auch in der alten Freimaurerzeit so, dass sich Kreise trafen, die so sicher einander waren, dass sie das, was dort gesprochen wurde, dann nicht hinausgetragen haben, um diesen Inhalten der geistigen Welten und der geistigen Wesen, um ihnen würdig zu begegnen, dass dieses Verhältnis gewahrt bleibt. Das war der Grund, ein hoher Grund. Rudolf Steiner dazu: Ich musste mich, sollte ich eine weitere öffentliche Tätigkeit für Geisterkenntnis entfalten, ich musste mich entschließen, mit dieser Tradition zu brechen. Ich sah mich vor die Bedingungen des geistigen Lebens der Gegenwart gestellt. Denen gegenüber sind Geheimhaltungen, wie sie früher selbstverständlich waren, eine Unmöglichkeit. Wir leben heute in einer Zeit, die Öffentlichkeit will, wo ein Wissen und auch ein spirituelles Wissen auftritt. Die Anschauung der Geheimhaltung ist ein Anachronismus. Da muss ich natürlich durch die letzten Jahre in der allgemeinen Sektion an die Veröffentlichungen denken und an all das, was das an Folgen hat für uns alle in der Verantwortung, damit umzugehen. Aber damals ganz deutlich, ich musste damit brechen, und an anderer Stelle dann nennt er auch den Grund an dieser Stelle. Nämlich, was ich an Geisterkenntnis habe, ist durchaus Ergebnis meiner eigenen Forschung. Daher hatte ich nicht die Pflicht, das auch geheim zu halten. Und wenn wir das jetzt einmal hochdenken zu uns allen in unserem Leben, dann ist das ein solcher Auftrag, diese innere gedankliche Erkenntnisarbeit, herzensgedankliche Erkenntnisarbeit, willensherzensgedankliche Erkenntnisarbeit so weiterzuführen, dass wir auf eigenen Urteilsgründen stehen und nicht wie irgendwie alles gerne annehmen sozusagen und wie mitschwimmen. Das ist ganz deutlich so. Wir sind da aufgerufen heute, da stehen wir vor einer Herausforderung, jeder auf seine Weise, auf ihre Weise. Ja, dann geht es weiter noch, es gibt noch Versuche, er gibt auch nicht auf, Rudolf Steiner gibt nicht schnell auf, 1911 noch Versuch einer Stiftung für theosophische Art und Kunst, aber dann kommt es, also wir wissen da, da war eine Gemeinschaft, in der jeder in individueller Rolle und Aufgabe sich dem Geistigen verschrieben hatte. Und in dem Moment, wo das einer Persönlichkeit nicht möglich war, das durchzutragen, auch natürlich ein Thema, wo man Abende darüber sprechen könnte, in dem Moment, wo einer dieses Kreises es nicht tragen konnte, brach der ganze Kreis und es galt als Versuch und wurde nicht mehr weiter angegangen. Also welche Rolle spielen da in unserer ganzen Arbeit verbindliche Zusammenarbeit, freudige Gründung von weiteren Kreisen, sich neu begegnen, Dinge wiederum verbinden, das spielt eine ganz große Rolle in der inneren Verbindlichkeit dem Geist gegenüber. Und jetzt merken wir schon, Sie hören es schon durch, jetzt geht es auf Entscheidungen zu. Die anthroposophische Gesellschaft wird in
Köln gegründet, 1912. Und man kann zusammenfassen, vielleicht muss ich das ehrlicherweise auch so machen, dass am Anfang der theosophischen Entwicklung durchaus ein Rot da war. Das war da. Aber so wie Rudolf Steiner es dann erlebt, in seiner Art, für seine inneren Ziele, verbunden mit seinen geistigen Kräften und Wesen, wurde das Rot dann bald zu einer Art Blau. Und wurde für ihn zu fest, schloss sich ab. Und natürlich ist dann die Frage, wie geht es weiter? Wo kommt ein neuer Impuls her? Und da kann man, glaube ich, gut zeichnen, dass da noch nicht fertig, aber mit der Gründung der Gesellschaft jetzt schon etwas kommt. Etwas kommt, was sich dem annähert, sozusagen, diesem Nichts, diesem Ende, das musste kommen. Und das kommt nicht aus der Vergangenheit, das kommt neu. Das kommt aus der Zukunft. Wie wir es in der Zeichnung im Januar von Frau Handwerk gesehen haben, in Bezug auf diesen Umgang mit dem komplexen, gemischten König der karmischen Verhältnisse. Aber wie genau ist jetzt dieser Übergang? Das möchte ich zunächst als Frage so stehen lassen. Was geschieht da? Eins ist sicherlich, es gibt Schnitte und Entscheidungen, ganz deutlich. Und jetzt kommt etwas dazu, dass das Weltgeschehen jetzt etwas aufbringt, mit aller Macht ein erster Weltkrieg losbricht, kann man sagen. Rudolf Steiner ganz deutlich sich absetzt von allem, was dahin geführt hat, dass jetzt dieses Übernationalistische, das Übernationalistische in diesem Mitteleuropa sozusagen sich so bekriegt, tief getroffen, Rudolf Steiner, und er weiß, ab jetzt ändert sich alles. Ein Bruch, ein Blitz müsste ich da rein zeichnen. Und so wird jetzt die Arbeit eingestellt, die Arbeit in der theosophischen Schule, in der erkenntniskultischen Abteilung, Einstellung der Arbeit, aber damit beginnt auch eine Suche nach neuen Weisheitswegen. Das beschreiben dann Marie Steiner in Briefen oder Rudolf Steiner selber. Zwei kleine Beispiele nur jetzt, um das deutlich zu machen, dieses Ringen um das Neue. Wie findet das statt? Marie Steiner, nein, beides Rudolf Steiner, Verzeihung. Es ist die Frage, wie jetzt auf anderen Wegen eine heute antiquierte Weisheit von allem Rituellen und Symbolischen empfangen worden ist. Das ist die Sprache von 1918 jetzt, gleich nach dem Krieg. Wie auf anderen Wegen etwas jetzt entstehen kann, denn das Vorige hat die Menschen in einen unfreien Zustand gebracht. Was also einmal gesucht wurde von Menschen in diesem blauen Strom, beschreibt er jetzt so, dass wenn es nur weitergeführt wird, dass eine Art von innere Unfreiheit entsteht, dass dieser Individualimpuls der geistigen Erkenntnisarbeit durch diese Arbeit nicht möglich ist, unfrei macht. Und es müssen heute andere Weisheitswege gefunden werden. Gleich weiter so, kurz danach, an einer anderen Stelle, findet man alles heute in den Vorträgen natürlich, 186 zum Beispiel, GA 186, Und jetzt kommt so eine nähere Beschreibung. Was soll sich dann ändern? Es geht in Zukunft nicht mehr, dass man auf der einen Seite einen Alltag lebt, den Alltag als das armselige, profane Leben auffasst und sich nachher zurückzieht in die Kirche oder den Maurertempel, am Sonntag vielleicht,
und diese zwei Welten ganz getrennt sein lässt. Das geht in Zukunft nicht mehr. So dass die Kirche oder der Maurertempel keine Ahnung hat, wie das äußere soziale Leben wirklich funktioniert, und das revolutionierte sich ja auch in dieser Zeit nach dem Krieg, dem Ersten Weltkrieg, ganz stark, siehe Waldorfschulgründung. Und so dass umgekehrt im Alltag wiederum nicht mehr gewusst wird von dem ehrfürchtigen Heiligen einer Handlung am Sonntag, das geht auseinander, es geht richtig auseinander. Die Lebewelten. Das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Es muss in Zukunft das ganze Bewusstsein des Menschen erreicht werden. Aus dem Bewusstsein des Menschen, daraus wird aus Einsichten in die Verbindung Mensch und Geist, daraus wird Neues entstehen, die ganze Woche durch sozusagen. Also 724, also immer geöffnet. Dieser innere Verantwortungskanal eines Menschen im Verhältnis zum Geistigen, nicht sortieren in der Woche nach bestimmten Tagen und Treffen, sondern das bin ich jetzt als ganzer Mensch in dieser Zeit und jetzt gilt es, und zwar immer. Das muss ein Charakteristikum sein. Und jetzt an einem Brief, das meinte ich vorhin mit Marie Steiner, noch ein letzter Schritt in diese Richtung, und dann merken wir jetzt will es weiter. Es will weitergehen und geht weiter. Jetzt sagt Marie Steiner, beschreibt, wie er gerungen hat. Wenn wir das nicht mehr wollen, dass es so ein Gelöbnis für Geheimhaltung gibt und wir wollen es in die Öffentlichkeit stellen mit unserem vollen Bewusstsein, was tritt dann an die Stelle von Gelöbnis der Geheimhaltung? Was gibt uns eine solche Kraft, dass wir das dann aus uns selbst tun? Und sie nennt das ganz schlicht, wie sie manchmal auch so sehr klar die Dinge nennt. Sie sagt, er war nicht der Ansicht, dass man das noch so treiben könnte wie früher, die Esoterik, strenge Abgeschlossenheit, bindende Gelöbnisse. Die vertrügen sich nicht mehr mit Freiheitsgefühl. Aber vor das eigene höhere Ich muss der Einzelne treten und erkennen, was er oder sie diesem höheren eigenen Ich eigentlich schuldig ist an Schweigen, an Sprechen, an Handeln, an Rückzug. Also vor sich selbst und einer realen Verbindung mit dem Geistigen. Da das zu fördern, muss Ziel sein, in jedem von uns. Wir hatten so einen Moment jetzt in Kassel bei der Hochschultagung am Wochenende, wo in einem durchaus sehr schwierigen Thema, Imaginationen der ersten Klassenstunden selbst zu bilden mit 50 Menschen im Kreis. Und es war wie ein Wunder, finde ich, dass sofort eine hervorragende Gesprächsatmosphäre da war, so dass sozusagen genau gespürt wurde, jetzt passt das, was ich sage, und jetzt nicht. Sozusagen jeder stand vor seiner eigenen Verantwortung und nicht durch eine äußere Regel sozusagen. Das kann heute anfangen, so eine tragende Vollverantwortung, nenne ich das mal. Ja, ein nächstes Moment muss unbedingt herein jetzt. 1919, wenn Rudolf Steiner so sehr auf das Zeitgeschehen achtet, was ist dran und was nicht, was ist neu zu entwickeln, umso mehr freut er sich, wenn Menschen kommen jetzt und fragen ihn, wie zum Beispiel Waldorf Astoria Fabrikarbeiter und Emil Molt, hier nebenan. Und dann geht er da freudig drauf ein, und sofort entsteht aus dieser Frage, die auf ihn zukommt, erstens eine Initiative, dann weitere Vorträge und am Ende der Beginn einer neuen pädagogischen Ära, die heute an die 1200 Schulen weltweit hat und ihre Sorgen hat, unbedingt, aber weiterhin in manchen Ländern noch ganz stark aufblüht und überhaupt erst anfängt. Überhaupt ist sie, denke ich, ganz jung, die Bewegung. Aber sie hat
Sorgen in Bezug auf die Stellung in dem Zeitgeschehen, auf Kritiken, auf Formen, auf Dinge, die man auch verwandeln soll. Aber sie ist da und ist noch jung, ganz deutlich. Zugleich, zweite Frage, nach kurzer Zeit der Schulgründung hier, zuerst sind es Eltern, die fragen nach einer Eltern derjenigen Kinder, die nicht vom Kirchlichen verdorgt sind, von einer Kirchengemeinde oder von etwas Verwandten, sondern die da einfach sozusagen Dissidentenkinder sind. Und sofort geht Rudolf Steiner darauf ein und sagt dann, ja, also wenn schon dann, und dann ging so ein Ruck durch ihn durch, dann müsste es schon ein Kultus sein. Und tatsächlich wird dann die Kinderhandlung in der freien Religion, die wird gegründet und beginnt. Und dann sagt er einmal zu Herbert Hahn, unser Thema ist ja diese Metamorphose des Früheren in Neues, das wäre eine erste Anknüpfung an die Esoterik vor dem Ersten Weltkrieg. Aber da merken wir schon, was für eine Metamorphose von Theosophie in bestimmten Menschenkreisen. Und jetzt Metamorphose heißt auch durchs Nullpunkt, durch das Nichts gehen und neu auferstehen in einer Kinderhandlung, in einer Schule, in der ein geistiges Real anwesend sein kann. Starke Metamorphose. Eine erste. Letztes kleine Beispiel dieser Vorzeit. Und dann merken Sie, das läuft auf die Weihnachtstagung hin, aber es passiert noch einiges. Dann gibt es schon Hochschultage in Dornach, 1920. Man merkt an den Forschungen, zum Beispiel von Peter Selk, die jetzt die ganzen Briefwechsel durchstudieren, dass Rudolf Steiner da zunächst froh, aber dann doch nicht zufrieden war mit dem. Da zog was ein, wo noch nicht richtig geklärt war, was ist jetzt anthroposophisch durchdrungene Wissenschaft, was ist allgemeine Wissenschaft. Und da ist er unzufrieden sozusagen. Und in dem Moment verändert er Dinge von früher. Und jetzt hören wir eine direkte Metamorphose. Vor genau 100 Jahren, nämlich bei der Eröffnung dieses ersten Hochschulkurses, wurde etwas gesprochen aus den Mysteriendramen. Vorher hieß es, also 8 Jahre vorher hieß es, in unserem Weiheorte, das ist eine Stelle, wo der Hilarius gottgetreu dann die Menschen im Weiheort empfängt. In unserem Weiheorte verkündet sich der Schritt, erscheinen wir in diesem Augenblick vor Menschen, die bis jetzt nicht hören durften, das Wort, das hier erklingt und so weiter, nicht. Rudolf Steiner nimmt den Stift, streicht und schreibt neu. In jenes Geistes Namen, der den Seelen in unserem Strebensorte sich verkündet, erscheine ich in diesem Augenblicke vor Menschen, die von jetzt an hören wollen, das Wort, das hier den Seelen ernst erklingt. Jetzt wäre es, also Sie merken unbedingt, direkte Metamorphose zum Wir, zum freien Willen des Menschen. Und jetzt sind wir schon nahe an der Weihnachtstagung, aber noch nicht ganz. Und ich muss noch unbedingt sagen, dass dieses Steiner-Fragen dann auch weiterging, die Theologen, also die Christengemeinschaftspfarrer, junge Leute, viele junge Menschen, Friedrich Hirtlmeier. Und die haben auch gefragt, und da wird geschildert in einem Interview zwischen Ulrich Meyer und Wolfgang Gedecke, neulich im letzten Jahr bei der 100-Jährigkeit gab es solche wunderbaren Schilderungen dieser Anfangszeit. Und da wird deutlich geschildert, dass Rudolf Steiner auch sich so freute über die Frage, die dann Dinge ermöglichte, aber manchmal auch kräftig mitgeholfen hat, dass auch die richtigen Fragen kommen. Also kleine Anregungen gegeben hat. Als Beispiel bei den Priestern, Herr Rittelmeier, so, da heißt es direkt im Interview, also eigentlich so viel Hinweise, dass man sagen könnte, 7-mal verpasste Parsifalfrage, so ungefähr. Ja. Und dann hat er gesagt, also gut, in den großen Städten können die, die erfahren sind, beginnen. Und Rudolf Steiner hat einfach sozusagen im Nu das gedreht und hat gesagt, in allen Städten.
In allen Städten möge es beginnen. Also Frage hören, ja, aber dann hat er auch manchmal kräftig mitgeholfen. Na, da wäre manches noch zu nennen. Jetzt geschieht es, dass in diesen vielleicht unbeschreiblichen Spannungen hier in Stuttgart, in Dornach, zwischen Jung und Alt, zwischen dem allgemeinen Hochschulduktus, der da so einzog langsam, aber noch nicht der ganz eigene war in dem ersten Goetheanum, die Spannungen wachsen zwischen Vortragsreihen, in der es Kritik hagelte von der Presse. Aber Rudolf Steiner war ja manchmal froh, sagt er, wenn einige Menschen im Saal dann sagten, das ist es, was ich will. Aber die Spannung wuchs und schließlich dann dieser Brand. Und der Satz nach dem Brand, diese Ruinen entsprechen dem, wo die Gesellschaft zu der Zeit eben wirklich stand. Wenn man sich das vorstellt, was das ein äußeres Lebenswerk dort sich finden wollte, in diesem Äußeren, in dieser wunderbaren Hülle und nicht mehr finden konnte, dann kann man diesen Schmerz vielleicht nur ahnen. Er wurde auch in den letzten Vorträgen angesprochen. Ein Schmerz, was für ein Ich kann ein Mensch in sich tragen, dem auf Augenhöhe zu begegnen, diesem Schmerz, diesem Nichts, Durchgang durch das Nichts. Und dann ein Jahr 1923 voller Ringen, Suche, so viele Ideale. Und wenn weiter, wie geht es weiter? Wie kann denn das, was jetzt sich entwickelt hat, wie kann das sich verwandeln in ein Neues? Und dann ist es wohl dann Ita Wegmann ist es dann, die dann im Sommer 23 Penman Mavre oder das ist nicht festgehalten, da muss man ja auch dann ehrlich sagen, das weiß man nicht genau. Aber später sagt Rudolf Steiner etwas über die Frage, die sie stellte und sagt, dann kam die Parsival-Frage in diesem Krisenjahr, in dem alles neu sich wenden musste und die wurde von Ita Wegmann gestellt. Achten Sie darauf, so spricht er später zu Polzer-Hoditz, achten Sie darauf, was als Frage an Sie herantritt und wie eine Frage formuliert wird. Darin offenbart sich viel mehr von einer Persönlichkeit und dem, was sie mit sich trägt, als in anderen äußeren Dingen. Die Frage. Und dann beschreibt er diese Frage Ita Wegmanns, die direkt zur Freien Hochschule führt. Und das möchte ich noch einmal im Wortlaut nennen. Und dann runden wir langsam ab. Darin liegt auch die so entscheidende Bedeutung der Frage von Frau Dr. Wegmann, als sie mich nach der neuen Esoterik fragte. Sie wollte nicht nur anknüpfen an das Alte, sondern sie stellte an mich die entscheidende Parsival-Frage nach der neuen Esoterik. Allein durch diese so gestellte Frage wurde es ermöglicht, die Michaelsschule auf Erden einzurichten. In dieser Schule liegt der Kern des Zukünftigen als Möglichkeit, wenn dies doch nur von den Mitgliedern verstanden würde, als Möglichkeit, der ganze Kern der Zukunft. Jetzt ist sie gestellt, diese Frage, und es entsteht ein völlig neuer Wurf, jetzt mit dieser Einladung zur Weihnachtstagung und inmitten der Weihnachtstagung jetzt diese Gründung einer esoterischen Institution, dieser Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, für die, die es wollen. Und so können wir das etwas jetzt verfeinern in der Art, dass wir sagen, deutlich in dem blauen Strom, da findet sich jemand nicht mehr wieder und fragt nach Neuem einerseits
deutlich, dass aus dem Zukünftigen, aus einem neuen Zeitgeist, und jetzt nehmen wir einen Moment immer in der Imagination mal diesen michaelischen Zeitgeist vor uns hin und merken volle Öffentlichkeit. Was gedacht wird, ist Wissen für alle Menschen möglich. In einer Institution, die offen ist für jeden, der diese Institution als Gesellschaft bejaht. Mit einer inneren Hochschule, die jeder Mensch, wenn er das denn will, und eine Zeit in der Anthroposophie lebte, die jeder Mensch fragen und beantragen kann, sozusagen, Mitgliedschaft für jeden Menschen, wieder dieses Wort. Und das zeigt sich dort, wo Rudolf Steiner jetzt in der Theosophie beginnt. Das heißt, hier war schon mal so ein Moment, wo er merkt, lieber muss nicht sein, Geheimhaltung. Hier war ein Moment, dass er 1907 nicht einverstanden war mit bestimmten Dingen. Ein weiterer Moment nachher in diesem Gelöbniswesen und das sich stellen auf eigene Erkenntnis, das rundet sich ab. Das Neue beginnt jetzt, kann also jetzt strömen. Und zu diesem Moment gehören das Nichts. Da gibt es einen Moment des Nichts, an dem weiß ich nicht, wie es weitergeht, vor der Weihnachtstagen. Dazu gehören Fragen, Fragen der Menschen, die dort hinein fragen. Und ich würde noch als Abschlussmotiv dazu stellen, dazu gehört etwas, zudem hat Rudolf Steiner in der Weihnachtstagung dann allen Menschen, die anwesend waren, diese so vielen, denen hat er das zugetraut, das zu entwickeln. Nämlich jetzt aus einem vollen Bewusstsein nicht nur des eigenen oder der eigenen anthroposophischen Bewegung, sondern im vollen Zusammenklang mit dem Zeitgeschehen, mit dem Weltganzen zu sein. Und so müsste man um das Ganze herum sozusagen wie ein Umkreis zeichnen und diesen Umkreis mit bedenken, dass dieser Entscheidungsmoment dann eine Weitung beinhaltet, voll aus dem Zeitgeschehen zu handeln und aus nichts anderem sonst. Ja. Dann geht es los, die ersten Schritte dann der Weihnachtstagung in aller Deutlichkeit, von jedem ersten Tag an, der Grundstein, die Vatergöttlichkeit wird angesprochen. In dem Christus wird Leben der Tod, der Durchgang durch den Verwandlungsmoment, den wir hier betrachtet haben. An des Geistes Weltgedanken erwachet die Seele. Alles das hereingeheimnisst schon in den Grundstein. Und dann zwei Motive, die eigentlich doch mitten in die erste Klasse der Freien Hochschule gehören, gleich am Anfang. Erstens, der Blick auf einen neuen Schlüssel des Menschseins in dieser Dreiheit des Grundsteins, dieser Dreifaltigkeit des Wesens, der Organismus des Menschen, dreigliedrig. Und jetzt die Möglichkeit zu haben, als Mensch sich zu finden in einem Willensmenschen, der mit der ganzen Welt und der Weltenliebe verbunden ist. Sich zu finden als mittlerer Mensch der Mitte des Rhythmus, der Verwandlungskraft innerlich, als ein Mensch, der mit diesen Kräften, planetarischen und geistigen Kräften des Rhythmus, des Herzens und Lungenschlages tief eins sind, sich als Mensch darin zu finden und schließlich im Haupt in einer Region zu finden, wo die Weltgedanken lichterflehend
etwas suchen in uns an Verständniskräften, wo Dinge zusammenfließen, wo ich Neues denke durch jeden Abend, durch jedes Gespräch. Und diese Dreiheit, Erdenmensch im Weltenmenschen und Weltenmensch in einem Weltenganzen, diese Dreiheit wird bekräftigt, indem Rudolf Steiner sagt, und das ist heute möglich, deshalb muss jetzt das Mysterienwort sich ändern. Es hieß in der griechischen Zeit, apollinische Mysterien, Mensch, erkenne dich. Das reichte, weil der Mensch noch viel ganzheitlicher war, aber eben auf der Stufe. Heute mit diesem Intellekt, mit der Freiheit, mit all dem, was uns umtreibt, jeden Tag. Heute muss es anders heißen. Heute muss dieser Schlüssel der Neue ausgesprochen sein. Und er sagt, O Menschenseele, erkenne dich in deinem webenden, erkenne dich in deinem wesenden Weben in Geist, Seele und Leib. Der Schlüssel der Weihnachtstagung, der Grundstein, führt unmittelbar in ein neues O Mensch, erkenne dich selbst. Und 6 Wochen später beginnt dann die 1. Klasse der Freien Hochschule für alle die, die diesen inneren Weg gehen wollen. Und in diesem Sinne schließe ich ab mit einem Blick auf die Michael-Wesenheit. Auch das alles in jenen Gründungswochen passiert ist es. Dieser wunderbare Zyklus, den man sich gut merken kann, GA 234, 234, in den Wochen direkt vorher, vor der Gründung der 1. Klasse, zwischen Weihnachtstagung und 1. Klasse, da heißt es plötzlich, und das ist alles wie neu beschrieben, was dort menschenkundliche Aspekte sind. Und er fragt ja auch in der Klassenstunde ganz direkt, haben Sie etwas verändert? Können wir etwas verändern? Es nicht so weitermachen wie vorher. Und er macht etwas anders. Er sagt, in jeder Begegnung spielen 2 große Kräfte eine Rolle. Die eine kommt aus der Vergangenheit und ist zunächst nicht voll bewusst. In diesem Fall ihm auch nicht. Und man kann sagen, diese Vergangenheitslinie, die er dort erlebt, hat das Symbol des Mondes. In dem Moment, wo aber jetzt eine Begegnung stattfindet, und damit wollen wir dann auch schließen, diesen Abend, in dem Moment, wo eine Begegnung stattfindet und das jetzt ins volle Bewusstsein eintritt, was wir heute Abend beschrieben haben, wie Rudolf Steiner sein Bewusstsein an der wunderbaren Arbeit der Theosophischen Gesellschaft entwickelt und eigen durchlebt und durchdenkt und erkennt. In dem Moment, wo das sozusagen zum Bewusstsein eines Neuen durch Begegnung kommt, sind wir in der Sonnensphäre. Eine ganz andere Kraft tritt auf. In dem Moment, wo die Dinge neu zusammenkommen, und das kennen wir aus Begegnungen, aus beruflichen Dingen, in dem Augenblick, wo ich etwas wirklich neu erkenne, bin ich ein anderer Mensch. Aber, und damit Schluss heute Abend, aber ich trage jetzt auch die volle Verantwortung für das. Vorher war es vielleicht noch halbbewusst oder. Aber in dem Moment, wo ich in voller Bewusstheit jetzt den neuen Impuls ergreife, wie damals die Weihnachtstagungsfreunde sagten, in dem Moment stehe ich aus voller eigener Verantwortung in dieser Situation. Und das hat Rudolf Steiner getan, durchlitten, durchrungen. So möchte ich jetzt enden mit einem kleinen Satz aus den Leitsätzen, dass eben dieses Sonnenhafte überall dort hereinkommt, wo
Michael selber, diese michaelische Geisteskraft, selber sich durch und durch mit dem Sonnenhaften verbunden hat. In Michael haben wir denjenigen Archangelos, der in allem, was er tut und kraftet, die geistige Kraft der Sonne hat. Ein Satz aus dem Beginn der Septemberstunden. Vielen herzlichen Dank für Ihr intensives Zuhören. Alles Gute weiter in dieser Arbeit an den Beginn damals, aber mit Fragen, wie Sie merken, an die Gegenwart. Viele Fragen. Alles Gute. Vielen Dank.